Wir wissen aus zahlreichen Untersuchungen, dass nur divers aufgestellte Teams in dieser digitalisierten Welt erfolgreich sind. Weil Gedanken aus allen Bereichen mit reinkommen. Wenn Sie aber in die deutschen DAX-Unternehmen schauen, dann stellen Sie fest, 88% der Vorstände sind Männer. Und wie die Allbright-Stiftung schreibt, viele von ihnen heißen Thomas. Das ist schlecht. Wenn wir erfolgreich sein wollen, brauchen wir starke Frauen für eine starke Wirtschaft.